strahlendes Wetter. Das lässt eigentlich hoffen, dass alles in Ordnung ist. Die Welt, die müsste eigentlich aus den Angeln gehoben werden heute. Beim DAX sieht das so ein bisschen aus, denn wir haben eine Aufwärtsbewegung gehabt. Der Markt ist wunderschön nach oben gelaufen. Ganz anders als der amerikanische Markt. Der hat das nämlich schon vorweggenommen. Und jetzt, wenn man auf den Stundenchart schaut, dann sieht man, dass die Bewegung hier genau gegenläufig ist. Das heißt, von den letzten Hochs einmal auf den Stundenchart 15 Minuten achten. Dann sehen wir, dass wir von den letzten Zwischenhochs sehr, sehr massiv nach unten gegangen sind, sehr, sehr steil, sehr, sehr dynamisch. Und jetzt, in der letzten Zeit, ich muss jetzt lügen, so die letzten Stunden, bis auf die letzten zwei ungefähr, achten Sie selber nochmal drauf, ist die Bewegung relativ wackelig, relativ ABC-mäßig, Trendkanal-mäßig nach oben gelaufen. Typische Zone, so ungefähr 50 bis 61, 80. Ich habe es nicht gemessen. Sie sehen, ich bin in der Pampa unterwegs. Ich habe hier Termine noch in Deutschland. Morgen, keine Sorge, fliege ich dann wieder zurück. Dann können wir gerne auch wieder am Chart-Screen mal was zeigen. Oder dann eben von Tokio aus. Das werden wir dann uns mal angucken, je nachdem, was dann besser passt. Aber heute nochmal so, achten Sie selber auf den Chart stark runter. Dieses wackelige Hoch. Und jetzt gibt es die Andeutung in den letzten Stunden. Die Bewegung nach oben scheint abgeschlossen, denn wir haben zwei lange rote Kerzen. So habe ich es zumindest in Erinnerung. Auf jeden Fall so einen ziemlichen Schub jetzt hier. So die letzten Stunden nach unten. Und das könnte der Tritt in den Hintern sein. Wenn wir jetzt noch die letzten Zwischentiefmarken brechen nach unten, also der Kurs nach unten ausbricht, dann haben wir eine sehr realistische Chance, dass sich mindestens dieses erste Teilstück, was wir von oben nach unten hatten, nochmal wiederholt. Aber wir dürfen nicht vergessen, der Markt ist vor kurzem sehr, sehr dynamisch nach oben gekommen, hat dann gegen Ende ausgefädelt. Sie erinnern sich, ich habe es im Video erwähnt. Und das ist ein Zeichen, dass die Aufwärtsbewegung zu Ende ist. Das heißt, wir haben noch viel, viel mehr Potenzial, dass der Markt zumindest mal auf die Hälfte dieser letzten Aufwärtsbewegung nochmal zurückfällt. Und wenn das tatsächlich passiert, naja, dann stehen die Signale auf grün. Nicht nur hier für die Fußgänger und Radfahrer, sondern für die Shorties. Und möglicherweise ist da noch deutlich mehr drin. Aber davon hören wir später mehr. Für heute erstmal alles Gute und toi, toi, toi.